Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns nicht Microsoft, sondern Megaport und zwar auf Amazon, den Megaport High-End Gaming PC AMD Ryzen 7, blablabla, das sind die technischen Daten, die einfach stehen, ihr kennt das ja schon, für 1469 Euro und den schauen wir uns jetzt mal an. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 €. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC anwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wir starten direkt mal mit dem Bild. Das scheint jetzt nicht fake zu sein. Die haben auch noch so einen kleinen Text dabei geschrieben, dass sich das einfach nur auf das Gehäuse bezieht. Sprich, vom Gehäuse her stimmt das. Die Grafikkarte ist irgendeine, das kann man jetzt nicht festmachen. Das Mainboard ist tatsächlich sogar kleiner als das, was sie verbauen. Das mit dem Lüfter und dem Kühler sollte stimmen. Bei dem RAM weiß ich nicht, der leuchtet jetzt aber auch nicht irgendwie rum, dass man denkt, boah, geil oder so, sondern ist einfach nur ein stinknormaler RAM. Man weiß auch nicht, was man bekommt bei diesem System. Das ist wieder so eine Sache. Aber alles in allem kann man sagen, das Bild ist schon mal nicht fake. Dann kommen wir auch direkt zu den technischen Daten. Als Betriebssystem haben wir Windows 10 Home. Ich habe jetzt einfach mal Microsoft Windows 10 Pro genommen. Das tut sich jetzt nicht viel, was den Preis angeht. Kostet 28,86 € bei MySoftware und packen wir so in den Warenkorb. Als Prozessor haben wir einen AMD Ryzen 7 3700X 8x4,4 GHz im Turbo-Modus. Hier ist er auch schon, ist ein guter Prozessor. Ihr könnt damit auch streamen, ja. Ihr müsst halt gucken, ob ihr über die Grafikkarte rendert oder eben über den Prozessor. Der hat natürlich jetzt auch schon wieder zwei Kerne mehr als der 3600er, den wir dauernd haben. Also zum Streamen wird er schon ausreichen. Hat eine TDP von 65 Watt, das ist weiß Gott nicht viel. Das kriegt ihr mit jedem Luftkühler weg. Hat einen Speichercontroller für Dual-Channel-RAM mit 3200 MHz. Das sage ich jetzt, weil wir da gleich noch zu dem Thema kommen. Bei dem ist sogar der AMD-beleuchtete Lüfter mit dabei. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum sie auf dem Bild einfach keinen beleuchteten Lüfter haben. Aber wie gesagt, es steht ja auch im Text dabei, dass es wirklich nur zur Veranschaulichung des Gehäuses geht. Also der Lüfter leuchtet auf jeden Fall auf dem Bild. Tut das nicht, das ist schon mal schön, wenn es mal andersrum ist. Und der kostet 255 € bei Mindfactory, den packen wir so in den Warenkorb. Als nächstes hätten wir als Mainboard das Gigabyte B450 Gaming X. Hier ist es auch schon, ich hätte mir eventuell ein B550 gewünscht. Also die B450, die können natürlich auch hinter die Ryzen 5000 fressen, wenn ihr ein BIOS-Update macht. Ein B550 hätte halt noch sowas wie PCI Express 4.0 gehabt, was eventuell in Zukunft wichtig sein könnte, wegen den Grafikkarten. Oder eben auch wegen den SSDs, die man anbinden kann. Es gibt einige SSDs da draußen mit PCI Express 4.0, die deutlich schneller sind als die mit PCI Express 3.0. Von daher muss man jetzt nicht haben unbedingt. Aber es wäre schön, wenn es dabei gewesen wäre. Alles in allem hat das Board gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kommt die Grafikkarte rein. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr hier oben noch erweitern mit zum Beispiel einer WLAN-Karte. Da kommen wir gleich auch noch zu. Die wird wahrscheinlich sogar so verbaut sein. Hier unten könnt ihr zum Beispiel noch eine Capture-Card anschließen und hier unten eine USB-Erweiterungskarte. Hier kommt die M.2 SSD rein. Alles in allem hat das Board soweit alles, was man braucht. Es ist zumindest auch ein großes Board. Das sieht dann auch nicht so lüttig aus in so einem großen Gehäuse, so ein kleines Mainboard. Es gibt natürlich deutlich bessere, aber in dem Preissegment ist das schon okay. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1, USB 2.0 viermal, USB 3.0 viermal, Netzwerkanschluss, HDMI und DVI, was ihr sowieso nicht benutzt bei diesem Mainboard, weil ihr ja nur einen Ryzen habt ohne Grafikeinheit. Und einen PS/2-Anschluss, den ihr wahrscheinlich auch nicht nutzen werdet. Alles in allem grundsolides Board, wie gesagt, in dieser Preisklasse ist das okay, es geht natürlich deutlich besser. Vor allen Dingen bei den B450 Mainboards, da gibt es schon zum Beispiel das MSI Tomahawk oder sowas in der Richtung. Die sind dann auch noch beleuchtet, haben zweimal PCI Express 3.0 Anbindung für SSDs und so. Aber das reicht erstmal aus. Packen wir für 70,90 € bei Mindfactory in den Warenkorb. WLAN Highspeed-Karte Typ 802.11 BGN für kabellose Internetverbindungen. Ja, das ist auch so ein Thema. BGN-Standard ist schon eigentlich veraltet. Der N-Standard noch nicht so, aber BG auf jeden Fall. Es gibt schon AC und AX. Das ist eine übelst alte Karte. Ich hatte auch echt ein bisschen Struggle, die zu finden. Aber ich habe sie tatsächlich gefunden. Ist eine TP-Link N300. Es kann auch eine andere sein. Aber die hat halt BGN. Hier steht es auch, 802.11 BGN. Kostet 11,90 € bei Computer Universe. Packen wir auch so in den Warenkorb. Zu der Thematik nochmal, wenn ihr jetzt zum Beispiel den B-Standard nehmt, habt ihr 11 Mbit-Durchsatz. Habt ihr den G-Standard 54 Mbit.
habt ihr den Endstandard immerhin 600 Mbit, aber wenn ihr jetzt eine AC oder eine AX-Karte nehmt, habt ihr 6939 Mbit. Wenn ihr Pech habt, könnt ihr bei euch zu Hause, je nachdem welches Internet ihr habt, die nicht voll ausnutzen mit einer BGN-Karte. Deswegen bin ich immer so dafür, dass man zumindest AC nimmt, wenn nicht sogar AX. Als Arbeitsspeicher haben wir 16 GB DDR4 RAM 3000 MHz. Ja, da wissen wir jetzt den Hersteller nicht, aber ich kann mir schon denken, was die verbauen. Wir nehmen unseren allseits beliebten G-Skill AX DIMM Kit 16 GB DDR4 3000. Kostet 66,55 € bei Mindfactory. Der Prozessor frisst auch 3200 MHz und das ist jetzt nicht so der Preissprung. Ich hätte mir gewünscht, dass die 3200 verbauen. Ihr werdet es jetzt nicht beim Zocken sonderlich merken. Ich wollte es nur angemerkt haben, der Prozessor kann mehr. Das hätten sie ruhig ausreizen können. Und ich finde es schade, dass man halt nicht weiß, welchen Hersteller man bekommt. Dazu kommt noch, dass hier mal gefragt worden ist, sind es 2x8 GB Arbeitsspeicher oder 1x16? Das ist ja wichtig wegen Dual-Channel. 2x8 ist deutlich schneller und das merkt ihr auch wirklich in den FPS, als wenn ihr nur eine Regel mit 16 GB nehmt. Und da hat Megaport halt geantwortet, in der Regel 1x16 GB. Das ist schlecht. Gut, ihr könnt natürlich erweitern. Ihr kauft jetzt einfach noch einen 16er Regel, dann habt ihr 32. Ist aber nicht zuträglich, wenn ihr das System sofort so nehmen wollt, wie es ist. Da sollten schon 2x8 rein. Ich weiß nicht, ob das genau auf dieses System auch zutrifft. Die schreiben aber in der Regel 1x16. Deswegen gehe ich davon aus, dass das auch so stimmt. Sollte man nicht so machen. Man sollte immer 2x8 nehmen oder wenn man direkt 32 haben will, 2x16. Also immer doppelt. Das wäre am besten. Als Grafikkarte haben wir eine Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6. Hier ist sie auch schon, hat auch nur eine TDP von 170 Watt. Es ist auch wieder beliebiger Hersteller. Ich habe jetzt einfach eine von Asus genommen. Es kann auch eine Gigabyte sein, eine EFVGA, eine KFA2, irgendwie sowas. Das ist aber nicht schlimm, weil der Chip immer derselbe ist. Zu einem FPS-Test kommen wir gleich noch. Also FPS-Test im Sinne von YouTube-Video, ihr kennt mich ja. Kostet 599,99 € bei eBay und packen wir so in den Warenkorb. Festplatte, eine 1TB M.2 High-Performance SSD. Ist auch wieder schade, dass sie nicht dabei schreiben, was drin ist. Es kann ja eine Kingston sein, eine Crucial, eine Samsung, man weiß es leider nicht. Wir nehmen jetzt in dem Fall einfach die Kingston NV1, die nehmen wir ja andauernd, neben der Crucial und was wir sonst so reinpacken. Hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Die drehen sich alle so in diesem Bereich. Es sind auch mal 1800, es sind auch mal nur 2000. Reicht aber auch mit 1TB Größe völlig aus für dieses System. Ihr könnt ja hinterher noch erweitern mit einer ganz normalen SSD zum Beispiel. Kostet 90,61 € bei Mindfactory, pack mal so einen Warenkorb. Als Gehäuse haben wir das Megaport Hunter RGB Gehäuse mit 120mm Lüftern mit einstellbarer bunten RGB Beleuchtung. Ja, das Problem ist, dieses Gehäuse habe ich partout nicht gefunden. Ich habe die Bildersuche angeworfen, alles. Das scheint wirklich so ein Megaport eigenes Ding zu sein. Wir nehmen jetzt einfach was ähnliches. Ich habe mich in dem Fall für das Intertech A3401 Chevron Acrylfenster entschieden. Das hat auch drei Lüfter vorne. Es hat genug Platz zum Verbauen, das passt alles soweit schon. Kostet 53,83 € bei Mindfactory. Ich denke, so um den Dreh wird auch das Gehäuse von Megaport kosten. Laufwerk gibt es nicht, ist klar, ist dem Gehäuse auch geschuldet. Man kann natürlich vorne kein CD-ROM-Laufwerk oder so mehr einbauen. Das haben die einfach nicht, weil die eine glatte Front haben. Es gibt noch Gehäuse, die haben vorne eine Klappe, die könnt ihr aufmachen, da kann man CD-ROM-Laufwerke und so weiter reinpacken oder DVD-Brenner, was auch immer man möchte, Blu-Ray. Wer es heute noch braucht, muss sich dann halt ein Gehäuse auswählen bei einem Fertig-PC-Hersteller, der diese Slots hat und dann das CD-ROM-Laufwerk reinkonfigurieren. Ich brauche es nicht mehr, ich habe ein USB-Laufwerk, wenn ich mal was brennen möchte für zum Beispiel Arbeitskollegen, dann ist das okay. Netzteil, 600 Watt Netzteil von Enermax, das Max Pro. Hier ist es auch schon, hat eine Herstellergarantie von 3 Jahren. Gut, juckt euch nicht. Nach 2 Jahren ist die Gewährleistung sowieso weg, beziehungsweise die Garantie bei dem System, was auf Amazon angeboten wird. Ich selber habe auch ein Enermax-Netzteil bei mir im System. Das ist aber modular und hat mehr Leistung und ähnliches. Ich kann euch nicht genau sagen, wie das hier ist, aber da ich mit Enermax gute Erfahrungen gemacht habe im Bereich Wasserkühlung, Gehäuse und Netzteil, denke ich, dass das schon in Ordnung ist. Es ist zumindest kein China-Böller. Es ist, wie gesagt, leider nicht modular. Die Kabel sind natürlich dann alle mit dabei, was euch auch irgendwo nicht juckt. Die sind ja hinten im Gehäuse, klar. Ich wollte es halt einfach nur gesagt haben. Kostet 49 € bei Equipper, packen wir auch so in den Warenkorb. Hier hätten wir auch nochmal eine kleine Ergänzung zu dem Netzteil. Die Enermax Safeguard Mehrfachschutzschaltung schützt das Netzteil und das System vor Schäden durch Kurzschluss, Überspannung, Unterspannung, Überlastung sowie unvorhergesehene Stromstöße. Wunderbar, wie gesagt, auch die 3 Jahre Garantie auf diesem Netzteil. Das bringt alles mit, was man haben sollte. Das ist also völlig in Ordnung. Das wäre es dann auch soweit mit diesem System. Wir kommen jetzt zum Ergebnis. Hier haben wir die SSD, hier ist der Prozessor, hier ist der RAM, hier ist die Grafikkarte, hier ist das Mainboard, die WLAN-Karte, das Gehäuse, wo wir jetzt einfach eine Alternative genommen haben, klar, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1224,46 €. Das System soll kosten 1469 €. Jetzt muss man dazu sagen, Amazon will natürlich einen Happen abhaben. Trotzdem ist diese ganze Geschichte zu teuer.
Ich sage ja immer so bummelig, 100 bis 150 Euro darf das gerne kosten, das Zusammenbauen. Wenn es geht, sogar natürlich ohne Zusammenbaukosten, weil die kriegen die Teile ja auch noch im Einkaufspreis billiger. Die Sache ist einfach die, dass es Mitbewerber auf dem Markt gibt, wie zum Beispiel Mindfactory, die so ein System für 150 Euro auch zusammenbauen können. Sprich, das hier ist zu teuer. Ihr habt einen guten Prozessor, ihr habt eine einigermaßen gute Grafikkarte. Das mit dem RAM, da hätte man eine bessere Taktung nehmen können und vor allen Dingen zwei Riegel anstatt einem. Ich hoffe, bei diesem System haben sie es jetzt schon so abgeändert, dass es zwei Riegel sind. Das Mainboard ist natürlich so eine Sache für sich, klar. Aber ich zeige euch jetzt mal eine Alternative dazu. Ihr fragt ja immer noch eine Alternative, dann machen wir das auch. Ich habe einfach mal einen Warenkorb bei Mindfactory zusammengestellt. Da haben wir denselben Prozessor, dasselbe Mainboard, haben eine WLAN- und Bluetooth-Karte mit BGNACAX, also der neueste Standard. Die hat sogar eine externe Antenne. Wir haben eine RTX 3060 Ti, keine 3060, sondern 3060 Ti, den Unterschied zeige ich euch gleich noch. Der erste Unterschied ist natürlich klar ersichtlich, die 3060 hat 12 GB VRAM und die hier hat nur 8 GB, aber mit 8 GB kommt ihr erstmal klar. Dafür ist die leistungstechnisch natürlich deutlich schneller. Was heißt deutlich schneller? Ich würde jetzt so sagen um die 10%, seht ihr ja gleich noch. Wir haben dieselbe SSD, bei dem Gehäuse habt ihr natürlich freie Wahl, ich habe jetzt wieder ein ähnliches genommen, aber in dem Fall das Shakun TK4. Dann habe ich einen 600 Watt Be Quiet Pure Power 11 genommen, hat allerdings auch eine 80 Plus Gold Zertifizierung, also effizienter als das Enermax Netzteil und finde ich persönlich besser. Ich benutze Enermax zwar selber auch, aber wenn ich jetzt nochmal irgendwann eins verbauen würde, würde ich Be Quiet nehmen. Einfach nur, weil ich die schon so oft verbaut habe, keine Probleme hatte, von daher. Und dann haben wir diesmal auch 16 GB G-Square Aegis RAM 3200 anstatt 3000 und wir haben zwei Riegel, Dual Kit. Da kommt ihr auf einen Gesamtpreis von 1340 Euro. Wenn ihr jetzt diese 150 Euro von Mindfactory nehmt, wenn jetzt gerade keine Aktion läuft, aber 150 Euro kostet das ja, wenn ihr den Montage- und Funktionstestservice in Anspruch nehmen wollt, dann seid ihr bei 1490 Euro. Wenn ihr nachts bestellt, ist das sogar noch versandkostenfrei. Mindfactory sagt, zwischen 0 und 6 Uhr ist versandkostenfrei. Das heißt, ihr seid ungefähr 30 Euro teurer, habt aber eben dafür eine gescheite Netzwerkkarte, eine bessere Grafikkarte, was die Geschwindigkeit angeht. Bei dem Gehäuse habt ihr auch freie Wahl. In meiner Sicht ein besseres Netzteil und ihr habt Dual-Channel-RAM mit einer höheren Taktung. Da würde ich wirklich diese 30 Euro noch in die Hand nehmen, das bei Mindfactory so übernehmen. Ich werde den Warenkorb natürlich auch wieder in die Beschreibung reinpacken. Das könnt ihr so übernehmen und bestellen, überhaupt kein Problem. Deswegen sage ich immer so, 100 bis 150 ist noch in Ordnung zu zusammenbauen. Alles danach kann man sowieso bei Mindfactory machen. Von daher. Windows müsst ihr jetzt natürlich noch dazu kaufen, das könnt ihr über meinen Partner CDK Deals machen, ihr habt es ja am Anfang des Videos gesehen, da kostet es 14 Euro, dann seid ihr halt bei 1500 Euro, habt aber ein gescheites System da stehen. Dann haben wir hier noch den Vergleich zwischen der 3060 Ti und der 3060, die 3060 Ti ist auf der linken Seite, die 3060 auf der rechten. In dem Fall Call of Duty Modern Warfare, einmal in 1080p und 2K und 4K Ultra Settings. Und da seht ihr jetzt zum Beispiel unten 145 FPS gegenüber 130 FPS, die ist also deutlich schneller. Das sind diese besagten ungefähr 10%, wovon ich gesprochen habe. Auf WQHD habt ihr 82 FPS gegenüber 70 FPS und auf 4K habt ihr 48 FPS gegenüber 40 FPS. Dann nehmen wir mal Cyberpunk, da habt ihr 82 FPS gegenüber 70 FPS. In WQHD habt ihr 34 FPS gegenüber 27 FPS. Und auf 4K habt ihr 18 FPS gegenüber 15 FPS. Gut, Cyberpunk ist natürlich auch dementsprechend anspruchsvoll. Dann nehmen wir noch Fortnite. Da habt ihr 148 FPS gegenüber 138 FPS. In WQHD habt ihr 77 gegenüber 68 FPS. Und in 4K habt ihr 36 FPS gegenüber 31 FPS. Das Video verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung, genauso wie den Warenkorb bei Mindfactory. Den könnt ihr so übernehmen, bucht einfach nur diesen Montage- und Funktionstestservice dabei und dann habt ihr das System auch fertig zu Hause stehen. Ich würde dieses System deshalb nicht empfehlen, weil zu teuer ist und mir ein paar Sachen nicht gefallen, wie zum Beispiel, was ich schon gesagt habe, der RAM. Aber wirklich Abzocke ist es auch nicht. Das ist noch alles so ein bisschen im Rahmen. Wir hatten ja letztes Mal sogar Systeme, wo sie 1200 Euro zum Zusammenbauen genommen haben, was totaler Quatsch war. Gut, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Joint den Discord, wenn ihr eine Frage habt oder mir Systeme vorschlagen wollt. Bitte nicht in die Kommentare reinschreiben. Meistens löscht YouTube die sowieso, wenn ihr da irgendeinen Link mit reinpackt. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.